Dieses Mal gibt es traumhaft leckere Trüffelpralinen aus Vollmilchschokolade. Ihr braucht gehackte Vollmilchkuvertüre, Sahne, Butter, Vanillepaste oder das Mark an der Vanilleschote. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird die Sahne zusammen mit der Vanillepaste kurz aufgekocht. Anschließend kann der Herd ausgeschaltet und die gehackte Schokolade eingerührt werden. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, kommt noch die Butter hinzu. Die Restwärme reicht aus, dass sie schnell schmilzt. Dann füllt ihr die Trüffelmasse in eine Schüssel und stellt das Ganze abgedeckt in den Kühlschrank. Rührt die Masse ca. alle 15 Minuten durch, bis sie ungefähr die Konsistenz von Nuss-Nougat-Creme erreicht hat. Wenn es soweit ist, wird die Masse kurz aufgeschlagen, bis sie deutlich heller und luftiger aussieht. Mit 2 Teelöffeln wird sie anschließend in kleinen Portionen auf ein Stück Backpapier gesetzt. Anschließend sollte das Ganze nochmal 10 Minuten in den Kühlschrank. Danach werden die kleinen Portionen zu Kugeln geformt und zurück aufs Backpapier gesetzt. Bis es weitergeht, kommen sie dann wieder zurück in den Kühlschrank. Für den typischen Schokoladenüberzug braucht ihr dann nochmal etwas gehackte Vollmilchkuvertüre. Damit die Schokolade keinen Grauschleier bekommt und schnell fest wird, sollte sie temperiert werden. Dazu werden zunächst ca. 2/3 der Schokolade über einem warmen Wasserbad geschmolzen. Danach wird die Schüssel vom Wasserbad genommen und die restliche Schokolade darin geschmolzen. Direkt im Anschluss gebt ihr einen Klecks der geschmolzenen Schokolade in eure Handfläche und rollt die Pralinen in euren Händen, bis das typische Trüffelmuster entsteht. Da die Pralinenmasse gut gekühlt und die Schokolade temperiert ist, wird die Schokolade auch sehr schnell fest. Und fertig sind die kleinen Leckerbissen. Luftdicht und kühl gelagert, halten sie sich ca. eine Woche frisch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.